Nach dem vierten Sieg in Serie ohne Gegentor rückt der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga für Holstein Kiel immer näher. Die Störche präsentieren sich seit Wochen souverän und stabil. Das Ergebnis: Platz 2 in der Tabelle. 6 Spieltage vor Schluss liegt Kiel 6 Punkte vor dem Drittplatzierten aus Düsseldorf und steht nur knapp hinter Tabellenführer St. Pauli. Moin. Langsam aber sicher wird aus dem Traum vom Aufstieg in Liga 1 Realität. Man wird ja öfters damit konfrontiert, deswegen weiß ich schon, wie die Tabellenkonstellation ist. Aber es sind noch viele Spiele zu spielen, von dem her sollte man da dabei bleiben. Mehr Taten statt Worte, und da sind wir gut damit gefahren und wollen das auch so weitermachen. Einer der Gründe für den Erfolg ist die gute Stimmung in der Mannschaft, sagt Vizekapitän Luis Holtby. Der 33-Jährige hat schon für viele namhafte Clubs in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt. Eine mannschaftliche Geschlossenheit wie aktuell bei Holstein Kiel hat er nach eigenen Angaben noch nie gespürt. Wir stehen zusammen, waren von Anfang an da, haben uns immer unterstützt, jedes Mal geholfen, geben im Training Gas, sehr fleißig, und durch Siege, es sind jetzt 17 an der Zahl, bekommst du Selbstvertrauen, bekommst du Selbstverständnis, bekommst du ja, ein Glücksgefühl, und das wollen wir bis zum Ende weitertragen. Im Kader von Holstein Kiel greifen zurzeit alle Zahnräder ineinander. Der erfahrene Luis Holtby führt die junge Mannschaft im Mittelfeld an. Torhüter Timon Weiner hält den aktuellen Zweitligarekord für die meisten Spiele ohne Gegentor. Und Tore schießen können sie alle. Insgesamt 18 verschiedene Spieler haben diese Saison mindestens ein Tor geschossen. Ebenfalls Rekord. Wenn mal einer ausfällt, wenn mal einer verletzt ist, können wir das super auffangen. Wir haben eine Breite in dem Kader auch super. Und ich glaube einfach, das merkt man auf dem Platz, merkt man im Team. Und deswegen stehen wir, glaube ich, auch da, wo wir stehen. Auch wenn weder Spieler noch Trainer das Wort Aufstieg zurzeit in den Mund nehmen wollen, die Fans sprechen das aus, was alle denken. Die Segel Richtung erste Bundesliga sind mehr als gesetzt. Was wünschst du den Jungs? Ein Aufstieg und viele Siege noch. Ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall St. Pauli noch einholen. Ich denke, das schaffen wir noch, ja. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die Leistung halten werden und dann vielleicht auch, dass wir am letzten Spieltag dann mit einem Aufstieg rausgehen können aus dem Stadion, dass wir das feiern können. Am Samstag spielt Holstein Kiel zu Hause gegen den tabellenletzten VfL Osnabrück. Ein guter Gegner also, um sich weiter ganz oben in der Tabelle festzuspielen.